Start it up. Ich habe gerade beide Drehsitze einmal hier vorne gedreht und wie man gesehen hat, hat das mit dem Beifahrersitz deutlich besser funktioniert als mit dem Fahrersitz. Das liegt einfach daran, dass ich den Beifahrersitz gleich von vornherein bei der Fahrzeugbestellung als drehbar konfiguriert habe. Das habe ich mit dem Fahrersitz damals nicht gemacht. Das hatte den Grund, dass ich ein anderes Layout damals geplant habe. Ich habe dann im Nachgang das Ganze mit einer Drittanbieterkonsole aufgerüstet, weil ich dachte, das müsste ja auch easy gehen. Das Problem ist, die lässt sich hier in diesem Fall super beschissen drehen. Da mich das Ganze hier mit dieser Lösung super unzufrieden macht und man beim Reisen nicht wirklich Bock hat, jedes Mal diesen Sitz aus seiner Arretierung rauszuprügeln, habe ich mir vorgenommen, diesen Fahrersitz jetzt einfach mal mit Originalteilen auszustatten. Das heißt, in diesem Video werde ich einmal zeigen, wie ich den unteren Bereich von diesem Sitz auseinanderbaue. Habe mir dazu bei eBay Kleinanzeigen zwei neue Sitze gekauft, beziehungsweise natürlich gebrauchte, aber das sind zwei Sitze aus einem Kalifornien. Die werde ich so ein bisschen umbauen und da zeige ich euch jetzt mal, was ich mir da besorgt habe. Das sind jetzt die beiden Schmuckstücke, die ich auf Kleinanzeigen gefunden habe. Die stammen wohl aus einem TIF 502, weil das Stoffmuster lässt das Ganze erahnen. Beide sind schon von Werk aus drehbar. Das ist ja das, was ich letztendlich wollte. Ich werde jetzt die beiden Sitze und mein Fahrersitz einmal quasi hier rausschaffen. Dass die Sitze nun Airbags verbaut haben, das kam für mich sehr überraschend, weil der Verkäufer das ja auch nicht angegeben hat. Deshalb dachte ich mir, ich fahre mal zu VW Nutzfahrzeuge bei mir hier in der Stadt und frage mal nach, ob ich vielleicht sogar einfach direkt diese beiden Sitze einbauen kann. Denn ich meine, so ein Airbag ist immer besser haben, als ihn letztendlich zu brauchen. Der Kfz-Meister dort sagte, das geht nicht, weil beim Fertigen des Fahrzeuges waren die Airbags nicht mehr konfiguriert. Das heißt, es liegt auch ein ganz anderer Kabelbaum, Kabelstrang bis in den Sitzkasten. Und da fehlt dann letztendlich der Stecker. Er sagte zwar, auch wenn ich es recht hoch konfiguriert habe und das Steuergerät das theoretisch könnte, gibt es einfach nicht das Kabel. Der Kfz-Meister gab mir dann auch noch zusätzlich den Hinweis, dass ich nicht einfach die Drehkonsole umbauen kann. Er sagt zwar, das sind Originalteile und VW wird nichts anderes machen, einfach außer diesen Sitz mit reinzuschmeißen, aber dadurch, dass das Ganze nicht mit einer Fahrgestellnummer verknüpft ist seitens VW, gibt es im Grunde auch keine Freigabe. Es gäbe aber kein Problem, das Ganze mit dem TÜV zu besprechen. Ich müsste dann nur mir die Teilenummern raussuchen, eine Teileliste zusammenstellen, damit zum TÜV gehen und sagen, ich habe das Ganze umgebaut und dann bekomme ich wohl irgendwie eine Freigabe, hat er gesagt. Ich werde jetzt den Beifahrersitz mal vom Tisch schmeißen, denn den brauche ich nicht. Ich werde ja meinen Originalbeifahrersitz drin lassen, weil der ja schon eine Originaldrehkonsole hat. Ich werde jetzt nur die beiden Fahrersitze mal auf den Tisch stellen, miteinander vergleichen und jetzt im Detail mal auf die einzelnen Teile und auf die unterschiedlichen Teile eingehen. Hier bei der Höhenverstellung habe ich jetzt einfach in diese beiden Kappen mit einem 7 mm Bohrer einfach hier in die Mitte reingebohrt, sodass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit einem Winkelschraubendreher, also Imbusschlüssel, kann ich diese Kappen hier rauspulen. Hauptsache, man kommt jetzt hier drin an die Sechskantschraube, um das Teil hier zu lösen. So, ich habe die Sitzgestellverkleidung jetzt einmal gelöst. Ich habe jetzt hier rechts die Verkleidungsteile oder Seitenverkleidungsteile für den Sitz mit Drehgestell. Und hier links habe ich die Teile für die Höhenverstellung. Es bietet sich tatsächlich bei sowas immer solche Verkleidungswerkzeuge an, denn die sparen echt eine Menge Zeit und vor allem auch Nerven, was diese Clips angeht. Aber ich werde euch jetzt direkt mal oder im direkten Vergleich zeigen, worin sich die Teile unterscheiden. Bei dem Sitz mit Drehgestell haben wir für vorne noch eine Verkleidung, die, um das Ganze so ein bisschen wirklich schöner wirken zu lassen, und natürlich logischerweise die beiden Seitenverkleidungen, die sich wirklich grob unterscheiden.
Wenn ich die beiden jetzt mal hier nebeneinander hinlege, sieht man das auch ganz gut, finde ich, dass die wirklich unterschiedlich, ne? Du hast hier eine deutlich schmalere Seitenverkleidung als hier eben bei der Höhenverstellung, ne? Und zum Schluss hat natürlich den Griff oder der Griff der Höhenverstellung ist hier mit bei. Den hat natürlich der Drehsitz nicht wirklich an der Seitenverkleidung, ne? Auch hier wieder das Ganze deutlich schmaler als das Ding mit der Höhenverstellung. So, bei dem Sitz mit dem Drehgestell wird es natürlich jetzt ein bisschen spannender. Ich habe jetzt hier von dem anderen Sitz die Wanne abgebaut. Das versuche ich natürlich hier auch. Bei diesem Sitz habe ich hier oben diese Sechskantschrauben. Ich habe jetzt hier die beiden Schrauben rausgedreht. Eine mit der 13er Nuss. Eine ist hier, eine ist da. Die gehen jeweils hier rein und sieht da, das komplette Sitzpolster fällt einfach ab. Das Sitzpolster hier bei dem Drehgestell ist nur mit zwei Schrauben fest, hingegen das hier eben mit vier. Ich habe jetzt beide Fahrersitze so weit zerlegt, wie das für den Umbau erforderlich ist. Ich werde jetzt die Gelegenheit ergreifen und euch anhand dieser Aufstellung hier einmal den direkten Vergleich zeigen von einem Sitz mit Drehgestell zu einem Sitz mit einer Höhenverstellung. Das unspektakulärste Teil bzw. das, was die beiden Sitze gemeinsam haben, ist die Rückenlehne. Beide logischerweise eine Nackenstütze, haben hier jeweils eine Armlehne. Beide haben eine Sitzheizung verbaut. Beide haben eine Einstellung für die Lordosenstütze verbaut. Der Sitz aus dem California hat ja noch den Airbag und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie es mit den Kabeln um diesen Sitz steht. Das Ganze haben wir bei dem California-Sitz natürlich auch. Ebenfalls hier die Kurbel für die Lordosenstütze ist identisch wie bei dem Transporter-Sitz. Auch der Stecker für die eingebaute Sitzheizung hier in der Rückenlehne ist identisch zu dem Transporter-Sitz. Was natürlich anders ist, ist dieser gelbe Stecker hier für den Airbag. Der Airbag sitzt in dem Fall hier gekennzeichnet mit dem Fähnchen hier in dem Bereich. Aber das wohl interessanteste ist natürlich die Verschraubung der Rückenlehne am restlichen Sitz. Das erfolgt bei diesem Sitz hier über diese beiden Bohrungen. Teil ist hier auf der Seite auch nochmal und das ist identisch zu dem Transportersitz. Also werden beide Rückenlehnen über dieselben Schrauben an den jeweiligen Gestellen verschraubt. Das heißt, da gibt es im Grunde nichts zu tauschen, wenn man vorhaben sollte, das Ganze selber umzubauen. Die Sitzwanne ist wahrscheinlich so das erste Teil, was man tauschen müsste, wenn man vorhat, sich die Teile bei VW zu kaufen, um den Sitz selber umzubauen. Die Sitzwanne ist zwar identisch in beiden Fällen und trägt auch in beiden Fällen einen Schaumstoffteil und hat die integrierte Sitzheizung. In dem Fall der Höhenverstellung wird die Sitzwanne über diese vier M8-Schrauben verschraubt an dem höhenverstellbaren Gestell. Bei der Sitzwanne für das Drehgestell ist das anders. Da haben wir deutlich längere M8-Schrauben mit Sechskant und zusätzlich an dem unteren Bereich noch so ein Blech, welches nachher dafür sorgt, dass einfach quasi das Ganze im Drehgestell einfädelt. Hier weiß ich es nicht genau. Ich habe euch mal die Teile nochmal aufgeschrieben von diesem kleinen Blech, weil das kleine Blech hier passt nämlich auch auf meine Sitzwanne aus dem Transporter. Abschließend kommen wir nun zu den beiden Untergestellen. Ich werde auf die Höhenverstellung nicht näher eingehen, weil wir im Grunde ja hier in dem Video das besprechen wollen, wie man einen Sitz zu einem Drehbahnsitz umbaut. Und wenn man das Ganze vorhat und sich Teile über Volkswagen kaufen möchte, benötigt man im Wesentlichen wirklich hier die beiden unteren Teile. Das ist zum einen das Drehgestell, dann zum anderen der Adapter, der hier oben drauf geschraubt ist. Der Adapter wird eben über diese 8 M6 Schrauben auf dem Drehgestell festgemacht. Was man nicht unbedingt braucht, ist hier diese Seitenverkleidung. Das sind einfach nur Verkleidungsteile, die werden mit auf den Sitzkasten und unter die Führungsschienen geschraubt. Die Führungsschienen hier unten sind im Übrigen identisch und auch diese Verstellung, um den Sitz vor- und zurück zu machen, ist ebenfalls bei beiden Gestellen identisch. Es spielt sich wirklich die Änderung nur zwischen der Sitzwanne und den Führungsschienen ab.
Ich habe mir nun alle Teilenummern einmal aufgeschrieben, die ich aus dem Kaliforniensitz geschlachtet habe, die ich brauche, um meinen Transportersitz mit Höhenverstellung umzubauen auf drehbar. Diese Information werde ich einmal in die Videobeschreibung reintun. Das heißt, falls ihr vorhaben solltet, euch die Teile irgendwo zu kaufen, dann werdet ihr es unten in der Videobeschreibung fündig. Was mich das Ganze jetzt hier gekostet hat, das werde ich am Ende des Videos einmal sagen. Ich werde jetzt vorher noch einmal schön das Drehgestell, welches ich übernommen habe, mit meinem Transportersitz kombinieren. Das Ganze jetzt einfach mal zeigen und dann kommen wir auch schon zum Fazit. So, ich habe es geschafft, kommen wir jetzt zum Fazit. Den Umbau dieser ganzen Geschichte würde ich jetzt als recht einfach bewerten. Es waren letztendlich nur 10 Schrauben, die ich rausdrehen musste. 10 Schrauben natürlich auch wieder rein, das Ganze untereinander tauschen. So ein bisschen an den Sitzgestellverkleidung rumspielen mit Kunststoffverkleidungswerkzeugs. Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass die Teile nicht irgendwie kompatibel sind, beziehungsweise ich da irgendwelche Nacharbeiten leisten muss, um das überhaupt hier miteinander zu kombinieren. Aber auch hier gibt es Entwarnung. Ich habe ja 2013er Baujahr gesagt, da sind die Teile eben auch her, da waren überall Aufkleber auf dem Drehgestell und die haben wirklich ohne Nacharbeit, ohne Probleme direkt auf diesen 2023er Sitz quasi gepasst. Funktionell und optisch habe ich jetzt das erreicht, was ich erreichen wollte, weshalb ich dieses ganze Projekt angegangen habe. Die Drehkonsole original oder werkseitig lässt sich super leicht drehen und vor allem lässt sich das Ganze über die Originalposition der Handbremse drüber drehen. Das ist ja das, was mich auch mitunter sehr gestört hat, natürlich neben der Drittanbieterkonsole, die sich einfach nicht aus der Arretierung lösen wollte. Die Handbremse muss bei Drittanbieterkonsolen immer tiefer gelegt werden über so einen Adapter und dieser Adapter passt erstens schon nicht wirklich mit diesen Schrauben und es gibt keine wirklich sinnvolle Lösung oder ich habe keine sinnvolle Lösung gefunden, dann diese ganzen offenen Kabel, die Handbremse selber wieder schön zu verkleiden. Das war einfach eine Sache, die hat mich unglaublich genervt an dieser ganzen Sache, weshalb ich ja eben diese Original-Drehkonsole haben wollte. Kommen wir abschließend jetzt zu dem Punkt, bei dem, sage ich mal, viele das Projekt wahrscheinlich wieder verwerfen werden und ich ja auch anfangs echt ein Problem hatte. Für mich haben sich bei der Vorbereitung zu diesem Projekt 3 Szenarien ergeben. Das erste Szenario war dann die Firma Vibotech Kfz-Nachrüstung. Das ist eine Firma, die bietet komplette Umrisssets für den Fahrersitz, für den Beifahrersitz an. Das Ganze kostet bei denen in Summe nachher inklusive Versand und Paypal-Gebühren noch tatsächlich 1.183 Euro. Und das ist eine Menge Holz, nur für die Teile. Das Problem daraus war auch, es war nicht wirklich transparent beschrieben. Also ich konnte nicht sehen, welche Teile verwendet werden, welche mir zugeschickt werden. Ich
konnte dann eine Fahrgestellnummer angeben und die hätten dann sich um das Ganze gekümmert, mir die Teile zugeschickt. Ja, aber es sind immer noch 1183 Euro, die man dafür bezahlt. Das zweite Szenario war dann die Geschichte, dass ich versucht habe, mir selber die Teile über Volkswagen zu beschaffen. Aber dazu muss man ja erstmal im Vorfeld die Information haben, welche Teile sind überhaupt erforderlich. Und das ließ sich im Internet ganz, ganz schwer herausfinden, beziehungsweise wurde nie eindeutig beschrieben. Es gibt zwar eine Webseite, die heißt Web Autocuts, und dort findet man dann tatsächlich auch die ganzen Baugruppen von diversen Fahrzeugen, unter anderem eben auch Besitz für den Fahrerraum. Aber da war auch trotzdem für mich nicht wirklich eindeutig beschrieben, welche Teile ich jetzt wirklich brauche. Und das wäre sehr wichtig gewesen, weil wenn man bei VW hingeht und sich Teile auf eigene Faust oder auf eigene Verantwortung bestellt, nehmen sie die in der Regel auch ganz, ganz ungern zurück. Erst nachdem ich herausgefunden habe, welche Teile man wirklich für so einen Umbau braucht, konnte ich auch recherchieren, was das Ganze bei VW kosten würde. Bei VW würde der geringste Preis in Summe nachher 943 Euro ergeben. Aber ich habe mir ja hier für diesen Sitz noch die Sitzgestellverkleidung neu gekauft in der Farbe, die ich auch schon bei dem wechselseitig verbauten Drehsitz habe. Und allein für die drei Plastikteile habe ich 140 Euro bezahlt. Und das ist schon mal 30, 40 Euro mehr, als meine Recherche ergeben hat. Das heißt, ich nehme einfach mal an, dass, wenn man sich die ganzen Teile kauft für den Sitz bei VW, dass sie deutlich teurer werden, als dass man im Internet finden wird. Kommen wir zum dritten und letzten Szenario, welches ich letztendlich auch durchgezogen habe. Ich habe bei Kleinanzeigen geschaut, ob ich den Fahrersitz mit Drehkonsole finde, aber das ist sehr, sehr selten bis sehr unwahrscheinlich. Eher findet man noch zwei Sitze, also ein Paar Fahrer-Beifahrerseite aus dem Kalifornien, wo man dann das Glück hat, dass beide eben ein Drehgestell haben. Ich hatte das Glück und habe bei Leipzig jemanden gefunden, der für 1300 Euro mir die Kalifornien-Sitze verkauft hat. Da muss man natürlich auch schauen, ist einem das wert, so weit zu fahren. Ich hatte das Glück, dass ich mir die mitbringen lassen konnte. Hab das Ganze dann jetzt im Rahmen dieses Projektes einmal umgebaut, konnte die Teile nochmal vor euch rausfinden und habe dann die Sitze wieder für 1300 Euro einfach mal bei Kleinanzeigen inseriert und habe dann letztendlich nachher 1250 Euro für die Sitze wieder im Verkauf gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt 50 Euro Verlust gemacht. Wenn man dennoch die 140 Euro für die Sitzgestellverkleidung dazu rechnet, die ich ja in einer anderen Farbe haben wollte, hat mich dieses Projekt 190 Euro gekostet, um den Fahrersitz mit einem Drehgestell auszustatten. Ob einem das Ganze jetzt das Geld wert ist, sich die Teile wirklich original zu kaufen oder beim Kfz-Nachrüster oder eben auch so viel Glück hat wie ich und das Ganze einfach irgendwie versucht als durchlaufenden Posten zu haben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt hier aus diesem Projekt die ganzen Teile nochmal rausgezogen, die für mich damals auch sehr wichtig waren. Das heißt, das Ganze ist schön einmal zusammengefasst für Leute, die das eben einmal nachbauen wollen, denn die Frage ist durchaus vorhanden in den diversen Foren, aber da fehlt bis heute noch wirklich eine belastbare Antwort. Deshalb sollte euch das Video weitergeholfen haben, seid ihr im Rahmen eurer Recherche hier auf das Ganze gestoßen und ich konnte euch damit helfen. Dann lasst es mich gerne in Form eines Kommentars wissen. Sollte ich euch da irgendwie helfen können, dann schreibt ebenfalls einen Kommentar. Oder sollte euch das Video einfach nur unterhalten haben, weil es gehört ja im Grunde mit zu dem Gesamtprojekt, was ich hier verfolge, dann lasst mir eine positive Bewertung da und ich würde mal sagen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.